Wir können auch schon Oder anfangen. wir Wir haben warten ja noch noch, ein wir warten noch paar eine halbe Minute. Intro-Worte. Ich kann ja ganz kurz was zu uns sagen, damit wir die obligatorische Vorstellung hinter uns haben. Wir sind heute zu zweit hier, der liebe Sven und ich. Wir sind beide Teil des Strategic Advisory Teams bei Staffbase. Wir sind ein Team, wir machen strategische Beratung für unsere Kunden und angehenden Kunden und das zumeist aus der Sicht des digitalen Arbeitsplatzes, Intranet-Landschaften, Intranet-Systeme. Wie geht man solche Projekte an? Und freuen uns heute hier jetzt die nächsten paar Minuten mit Ihnen und euch zu verbringen und so ein bisschen unsere Sicht auf das Thema Digital Workplace in dem jetzt kommenden und startenden Jahr zu werfen, weil das ein Thema ist, was wir immer und immer wieder sehen. Wir ganz viele verschiedene Stände auch bei den Unternehmen sehen, aber grundsätzlich meistens dieselben Herausforderungen. Und deswegen haben wir uns die Top 3 Trends zum Thema digitaler Arbeitsplatz heute rausgesucht und die möchten wir gerne gemeinsam mit Ihnen und euch durchgehen. Sven, möchtest du noch was zu dir selbst sagen? Genau, nee, eigentlich nichts. Wir wollen heute vor allem ein bisschen auch reflektieren, unsere Erfahrung auch aus unserer alten Beratungstätigkeit zum Thema digitale Arbeitsplätze und Internet und freuen uns auch ganz, ganz viel Input auch von euch, von Ihnen, einfach weil wir natürlich da auch ein großes Interesse haben, einfach ein bisschen in die Breite zu gehen. Deswegen alles an Meinungen, Bewertungen, die ruhig in den Chat reinschreiben und wir gucken auch drauf und würden auch eher Fragen priorisieren, bevor wir halt auch, bevor wir alles live durchgehen. Das heißt, uns ist lieber eher eine Diskussion zu haben und auch Fragen zu beantworten. Und ich würde sagen, damit können wir loslegen, Sebastian. Ja, digitaler Arbeitsplatz. Ich habe mir erlaubt, mal so ein bisschen zu reflektieren, was sind denn so die Themen, die als Schlagworte gerade auch im letzten Jahr irgendwie sehr häufig genannt wurden. Und ein paar dieser Begriffe fielen in den vergangenen Sessions heute auch schon. Wir haben viel gehört zum Thema New Work, hybrides Arbeiten, Homeoffice. Das sind so die Themen, die uns alle noch so ein bisschen in der Pandemiezeit oder vielleicht auch schon ein bisschen Post-Pandemiezeit bewegt haben. Und Sven und ich sind das beste Beispiel. Sven steht gerade im Dresdner Office. Ich sitze im Homeoffice oder stehe im Homeoffice und uns trennen charmante 500 Kilometer. Wir arbeiten aber jeden Tag zusammen. Das heißt, für uns ist das Thema hybrides Arbeiten, Homeoffice, wie arbeitet man zusammen, auch über große Distanzen, ist ein alltägliches Thema. Und dieser gewöhnliche Coffee-Chat, den man so hat, dass man sich an der Kaffeemaschine trifft, den haben wir nur sehr selten. Den haben wir nur, wenn wir irgendwie zufällig mal beim selben Kunden sind oder im selben Büro sind. Das heißt, wir müssen uns auch irgendwie organisieren und da spielt der digitale Arbeitsplatz natürlich eine große Rolle. Und wir haben Themen, da steht jetzt zum Beispiel Work-Life-Blending drauf. Work-Life-Blending ist von vielen Thinktanks einer der Zukunftstrends für 2023 bis 2025, nämlich das Zusammenwachsen von privater Zeit und Arbeitszeit, weil viele Arbeitnehmende mittlerweile die Anforderungen haben, zu entscheiden zu wollen, wann arbeite ich eigentlich? Wo bringe ich das in meinem Alltag unter? Habe ich vielleicht noch mal irgendwie 2 Stunden am Tag, wo ich nicht arbeite, die eigentlich mitten in der Arbeitszeit liegen, mache irgendwas anderes und arbeite dafür abends noch mal? Das sind Themen, die auf HR-Abteilungen und Unternehmen im Allgemeinen zukommen. Und die sind natürlich dann ein ausschlaggebender Einflussfaktor für das ganze Thema digitaler Arbeitsplatz. Wie organisiert man die Zusammenarbeit in Unternehmen? Und wenn wir mal schauen, wie eine Statista zum Beispiel die Probleme technisch und organisatorisch innerhalb von Unternehmen bei der Homeoffice-Nutzung bewertet, sehen wir, dass die beiden meistgenannten Probleme mangelnde technische Voraussetzungen sind und erschwerte Kommunikation. Und ich glaube, wir sehen bei den Teilnehmenden hier, wir haben über 50 Teilnehmer mittlerweile in dieser Session. Vielleicht sind ja die ein oder anderen von Ihnen auch hier, weil sie sagen, okay, es ist eben nicht ganz so einfach, den digitalen Arbeitsplatz so aufzusetzen, dass er wirklich funktioniert. Und wenn wir uns diese Probleme anschauen und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, merken wir, der digitale Arbeitsplatz ist für Unternehmen so wichtig wie noch nie zuvor. Das Thema existiert schon sehr lang. Wir sprechen auch schon die letzten 1, 2 Jahre sehr regelmäßig über das Thema digitaler Arbeitsplatz. Aber wir haben das Gefühl, momentan hat das Thema einfach eine wahnsinnige Bedeutung, die auch immer und immer größer wird. Und wenn wir uns dann von IT-Analysten wie zum Beispiel Gartner mal anschauen, wie sehen die denn den digitalen Arbeitsplatz, sehen wir relativ komplexe Schaubilder. Das heißt, wir sehen hier Bilder,
wo es darum geht, wie sieht denn so ein New Work Hub aus? Wo funktioniert denn die Kollaboration? Was haben wir denn für verschiedene Hubs für die verschiedenen Stakeholder? Und wir wissen alle, die verschiedenen Stakeholder haben auch noch eigene Systeme. Ein Sales-Bereich arbeitet vielleicht in einem CRM-System, ein HR-Bereich arbeitet eher in einem SuccessFactor oder ServiceNow. Wir haben auf der anderen Seite Hubs für alle Mitarbeiter, die einfach an Prozesse kommen müssen, die einfach an bestimmte Informationen kommen müssen. Und wir haben über die komplette Bandbreite noch Themen wie Automation, Analytics, was passiert eigentlich wo. Das heißt, der digitale Arbeitsplatz ist einfach ein sehr, sehr weites Feld und ein sehr komplexes Thema. Und wir haben jetzt zugegebenermaßen ja nur eine knappe halbe bis dreiviertel Stunde Zeit. Das heißt, wir können das Thema nicht komplett beleuchten. Und ich habe das eingangs schon gesagt, was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, wir schauen uns mal an, was sind denn die Top 3 Trends, die wir beide sehen, die uns im Jahr 2023 beschäftigen werden und die man vielleicht auch verwenden kann, um den digitalen Arbeitsplatz nochmal neu aufzurollen, nochmal neu zu betrachten und vielleicht das Thema ein Stück weit nach vorn zu bringen. Was wäre ein guter Anfang? Und damit starten wir eigentlich mit dem ersten Trend, Sven. Genau. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, weil im Prinzip der digitale Arbeitsplatz, das, was wir gerade von Gartner gesehen haben, ja, das kann sehr einfach auch bei manchen Unternehmen sein, aber auch sehr komplex. Das hängt auch oftmals von der Unternehmensgröße ab, wie international bin ich aufgestellt, aber auch vor allem, wie heterogen ist das Unternehmen aufgestellt. Je mehr Zielgruppen ich habe, desto mehr Aspekte gibt es halt auch innerhalb dieses digitalen Arbeitsplatz. Und deswegen gucken wir jetzt auf das zentrale Element, aber die für den digitalen Arbeitsplatz relevant ist, vor allem auch für die interne Kommunikation, für die IT, weil das natürlich auch allein sein sollte mit dem digitalen Arbeitsplatz. Und das ist natürlich die Klammer, das Intranet. Ja? Also im Prinzip das Intranet als die Klammer für den digitalen Arbeitsplatz, um halt eine Employee Experience auch zu schaffen für die Mitarbeiterinnen, im Prinzip dort unterwegs zu sein, weil die sind jeden Tag meistlich derzeit ganz woanders unterwegs, aber man braucht halt diese Klammer. Und da hat man geguckt, was ein Intranet in der Vergangenheit, aber auch heute, ja? Ich habe da einige Diskussionen mit Unternehmen, wie sich das Intranet vorstellen, und wir sehen im Wesentlichen drei Hauptszenarien in so einem Intranet. Das erste ist im Prinzip, was wir früher klassischerweise genannt haben, Schaufenster, wo es um Kommunikation, um Informationsbereitstellung geht, aber auch um Hubs, die für alle relevant sind. Ja, also auch so Informationen zu Compliance-Themen, zu Initiativen, die für alle relevant sind. Sei es jetzt, egal ob es ein Manager ist oder ein normaler Mitarbeiter, es ist egal, ob das jemand ist, der im Prinzip im Office ist, als auch jemand, der unterwegs ist oder halt auch im Werk arbeitet. Ganz, ganz wichtig. Dann hat man das zweite große Thema, was versucht abzubilden, und das war im Bereich Teamwork. Alles, was so Richtung Kollaboration ging, Peer-to-Peer-Kommunikation, meine ersten Projekte gerade früher mit SharePoint 2013, das war total toll, dass man auf einmal gemeinsam an Dokumenten arbeiten konnte, synchron, zeitgleich in einem Dokument. Das war vor 10 Jahren sogar so, wo es begonnen hat. Und das dritte Thema ist dann halt aber auch die Bibliotheken, ganz viel Wissensmanagement, viele Dokumenten. Und oftmals zwischen Teamwork und Bibliotheken gab es dann noch so ein hybrides Szenario, das waren dann so die Communities. Ja, früher hat man auch oft gesagt, Wissensmanagement und Communities war so ein ganz, ganz großes Thema. Und je nachdem, wie weit man diesen Internetbegriff prägt, waren das die Hauptszenarien, die man versucht haben. Und was man dann geguckt hat in den letzten Jahren und was heute auch noch diskutiert wird, ist, man versucht bestmöglich ein Intranet abzubilden, was alles dieses umfasst. Ja, und das hat man auch gemerkt bei den Technologiebewegungen. Das heißt, Technologienbewegungen sind in einem bestimmten Bereich gestartet. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf so ein Confluence-System gucke, was sehr stark in das Wiki-System, Bibliothekenbereich einordnen würde, hat versucht dann sich zu erweitern, Richtung auch Schaufenster und Teamwork abzubilden, als auch ein SharePoint, der zum Beispiel in dem Bereich halt auch versucht hat, alles Mögliche abzudecken in der Microsoft-Welt. Und auch zum Beispiel heutzutage, auch früher habe ich dann so Drupal-Projekte gemacht, die versucht haben, halt auch das alles komplett abzulösen. Und jetzt wäre mal eine spannende Frage auch an euch, an Sie im Publikum, weil ich hatte dann früher, wo ich in der Beratung war, das war so auch in der Zeit von 2010 bis 2014, haben wir auch viel über Technologie-Szenarien gesprochen, gerade weil auf einmal so viele Technologien sich breiter aufgestellt haben, um halt auch alles abzulösen. Und da gab es zwei Szenarien oder zwei Strategien, Sebastian. Ja, das eine war, eine zentrale Plattform für genau diese Szenarien abzubilden, One Single Platform versus Best of Breed. Also einfach zu gucken, was ist eigentlich für was geeignet und was ist am besten. Und jetzt wäre mal für uns sehr interessant, kennt ihr diese Strategien und welche Strategie verfolgt ihr denn gerade? Ich würde mal sagen, eine zentrale Plattform ist eins,
und Best of Breed ist 2 und schreibt mal einfach in den Chat rein, was ihr gerade für eine Strategie fahrt, was ihr gerade überlegt. Vielleicht plant ihr eine dieser Strategien und was glaubt ihr, was vielleicht auch die Zukunftsstrategie ist? Das wäre mal interessant. Eine Plattform schreibt jemand, 1, okay. Noch andere Meinung? 2. Plus 4, ja, das stimmt. Ah, okay. Das ist relativ kontrovers, würde ich sagen, Sebastian. Ne? Spannend. Das ist Ja. mittlerweile klare Empfehlung. Spannend. So viele. Spiegelt auch so ein bisschen das wider, was wir tagtäglich sehen. Also wir sehen da keine klare Bewegung bisher. Wir sehen, dass viele Unternehmen zum Beispiel auch sagen, wir haben eine ganz klare Microsoft-Only-Strategie. Das zentrale System bei uns ist Microsoft Teams mit SharePoint irgendwie im Hintergrund für das Dokumentenmanagement. Wir sehen aber auch viele Unternehmen, die sagen, okay, wir gehen den Best-of-Breed-Weg. Wir haben vielleicht irgendwie ein kleines zentrales System und haben ganz viele andere Systeme dahinter geordnet. Aber wir sehen durchaus da eine sehr starke Heterogenität. Super. Also das ist kontrovers diskutiert, ist auch gut. Und ich kann sagen, ich habe früher viel Software-Evaluierung gemacht und Frank Wolf hat ja früher 2010 auch das Social Internet rausgebracht. Da war man ganz klarer Befürworter, das war aber auch die Zeit der großen Systeme wie SharePoint, Library, auch Drupal, wo wir gesagt haben, eine Plattform für alles ist perfekt. Und ich glaube, da sehen wir mittlerweile einen anderen Trend, weil der digitale Arbeitsplatz ein bisschen komplexer wird. Und wir sehen schon das Thema Spezialisierung. Und Spezialisierung meint jetzt nicht, wir führen jetzt irgendwie 2 Salesforce ein oder 2 Microsoft Dynamics oder wir machen verschiedene HR-Systeme, um Gottes Willen. Ja? Also die meisten Unternehmen fahren eine klare Strategie, sei es Oracle oder SAP oder auch ganz klar ein System. Die Spezialisierung liegt vor allem in den Bereichen, was denn die Tools sind, die dann auch wirklich die Mitarbeiter jeden Tag nutzen für ihre tägliche Arbeit. Ja? Und da sehen wir halt schon, dass es funktioniert hat und dass es erfolgreich war, sich dort zu fokussieren, weil diese Spezialisierung fördert auch diese Fokussierung auf das Wesentliche. Ja, wenn man in die Breite geht, wird man sehr komplex und sehr groß. Wenn man aber wieder ein bisschen sich auf das Wesentliche fokussiert, dann ist man da auch natürlich super gesetzt. Und zum Beispiel bei dem Bibliothekenthema, ganz klar Microsoft und Confluence und diverse andere Systeme sind dafür hervorragend geeignet. Ja, also wenn man jetzt überlegt, ich baue ein Unternehmenshandbuch auf mit regelbasierten Dokumenten, mit gelenkten Dokumenten, was revisionssicher ist, da führt kein Weg drumherum, zum Beispiel das basierend zum Beispiel auf dem SharePoint zu machen. Ja, wenn ich jetzt, ich zum Beispiel mit meinem Anforderungen an ein Wiki-System würde vollkommen die SharePoint-Wiki-Systeme und das OneNote vollkommen ausreichen. Wenn ich mit der IT reden würde, die dort halt ein größeres Wissensmanagement-Bereich aufbauen würde, auch im Bereich zum Beispiel Informationsarchitektur und Rechenzentren und so weiter, die würden ganz klar auf den Confluence setzen. Das heißt, je nachdem, wie die Anforderungen sind, muss man halt auch gucken, was dort eingesetzt wird. Das zweite Thema ist natürlich Microsoft und Teams. Teams ist, glaube ich, für uns alle. Ich habe da, glaube ich, 10 Jahre drauf gewartet und habe viel versucht, Kollaborationen mit anderen Systemen zu machen oder halt auch mit SharePoint. Dann war ja Yammer als Enterprise Social Network dort. Und Teamwork ist halt eigentlich das perfekte Tool für Kollaboration, wird ein Großteil bei den meisten Unternehmen auch aktiv eingesetzt. Da sind wir aber gerade zu Beginn. Aktuell ist es so, dass es halt vor allem für Videokonferenz genutzt wird und für Termine. Und das vereint uns auch alle, egal wo wir unterwegs sind. Aber Kollaboration und Teams ist halt die Klammer. Da ist jetzt nur auf die Diskussion beim Unternehmen, führe ich erst Yammer oder eher Teams ein oder beides. Je nachdem, was ich als erstes mache, finde ich dann die Sportgruppe in Teams oder finde ich sie dann in Yammer. Das ist halt eine kontroverse Diskussion, die dann auch geführt wird. Aber das ist ganz klar platziert bei Teams Microsoft. Und das ist eigentlich auch gut. Und dann haben wir das dritte, ne, Schaufenster. Und da sehen wir dann halt auch wieder eine Fokussierung auf das Wesentliche. Und wir glauben, das geht ganz klar in Richtung, wir brauchen ein leichtgewichtiges Frontdoor-Intranet, was alle Mitarbeiterinnen erreichen kann. Egal ob Office-Worker oder Non-Desk-Worker. Und da finde ich immer sehr, sehr spannend, was ich jetzt in den letzten Wochen gelesen habe. Konsequent einfach halten. Und das tut man halt mit dieser Spezialisierung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das sieht Gartner auch ähnlich. Die sagen halt, wenn wir uns mal auf die Analysten schauen, dass in Zukunft ein Primary Frontdoor Internet halt genau das Ziel ist, weil das Thema ist Bibliotheken und Teams, das muss ich nutzen, um meine tägliche Arbeit zu machen. Das ist eine Pflicht. Ja? Das ist nichts, wo ich dran vorbeikomme. Wenn ich eine Security Compliance Erneuerung, Schulung machen muss, dann muss ich das machen. Ja, wenn ich ein Zeitbuchungssystem habe, was ich früher hatte, dann muss ich natürlich meine Zeit dort buchen, egal ob ich es mag oder nicht. Das muss getan werden. Das Intranet, da muss ich schon die wichtigsten Informationen holen. Aber ob ich mich daran beteilige, das muss dann halt auch wirklich ermöglicht werden, indem es so einfach wie möglich ist. Ja, und das darf keine große Hürde sein. Und deswegen ist das total wichtig, dass man sich da wirklich wieder auf das Wesentliche fokussiert. Und ein Beispiel mal für Spezialisierung habe ich mal mitgebracht. Sebastian kennt das ganz gut, wenn wir auf die nächste Folie gehen.
Wir hatten früher zum Beispiel, wir switchen auch zu Microsoft, und früher hatten wir aber natürlich ganz klar eine G-Suite, weil wir früher ein Startup waren, vor 5, 6, 7, 8 Jahren, auch relativ klein. Und da hatten wir natürlich auch Jamboard genutzt. Und Jamboard ist ein Konzeptboard, das ist gut, sehr einfach gestrickt, und das ist aber da gewesen, ist freigegeben gewesen. Wir haben damit versucht zu arbeiten, und das kam bei den Teams nicht so gut an, muss man so sagen, weil es einfach zu eingeschränkt war. Dann haben wir im Prinzip darüber nachgedacht, brauchen wir mehr, hatten eine kleine Evaluierung gemacht, auch zusammen mit dem Produktteam, und wir haben dann später eingeführt Miro, ja, und das ist natürlich viel schöner. Man kann halt im Prinzip viel mehr Templates bauen. Auf einmal hat Sebastian angefangen, Templates zu bauen, ganz tolle. Wir nutzen die täglich in unserer Arbeit, auch mit Kunden. Und im Prinzip, da kann man viel besser moderieren, viel besser steuern. Und man hat richtig gemerkt, dass der Wechsel von Jamboard zu Miro im Prinzip die gesamte Effizienz gesteigert hat. Also Sebastian, das war, glaube ich, so ein richtig typischer Aha-Effekt. Absolut. Und das Interessante an der Stelle ist, wir gehen aus diesem, wir haben eine Plattform, nämlich die Google Suite, raus zu einem spezialisierten Tool, was dann ja aber auch gar nicht allen Kollegen und Kolleginnen zur Verfügung stehen muss, sondern nur denen, die es brauchen. Das heißt, wir gehen weg von den großen Plattformen, die man für alle Kollegen lizenziert, hinzu, wir machen das basierend auf den Anwendungsfall für die richtige Zielgruppe. Und deswegen finde ich persönlich auch diesen Frontdoor-Intranet-Ansatz so spannend, weil dieses Frontdoor-Intranet am Ende die Klammer über alles bildet. Das ist der zentrale Einstiegspunkt für alle Kollegen und Kolleginnen. Genau. Ich Und habe vielleicht das. nur letzten Satz, weil die Frage war, was denn hier Multitenant, genau deswegen, gerade bei Multitenant, das ist noch ein ganz großes Thema, gerade mit Gästzugängen. Dafür ist halt so eine Klammer, so ein Frontend auch sehr sinnvoll, weil dann kann man das übergreifen, nämlich bündeln. Und auch der Kommentar von Bettina Geringhoff, auch komplett richtig. Ja? Also entscheidend ist, dass man die Sachen integriert, ja? Dann auch verbindet, da wo es Sinn macht. Ja? Und dass man dann halt sagen muss, okay, wo macht es Sinn, weil das einen Mehrwert bringt auf die Mitarbeiterinnen, aber nicht alles auf ein All-in-One-System setzen. Ich habe früher mal die Anekdote gesagt, Sebastian, früher hieß es immer so, ich möchte mein Outlook-Widget auf die Startseite, das würde ich immer challengen. Ja? Ob ich jetzt vielleicht die letzten 5 Mails abgehackt sehen möchte oder ob ich dann eher sogar Outlook öffne, bevor ich das Internet öffne. Ja? Das ist so das Thema, da muss man genau gucken. Aber natürlich muss man die Sachen auch miteinander integrieren. Und jetzt ist aber die spannende Frage, wenn wir sagen, das Frontdoor-Internet ist eine große Klammer um den digitalen Arbeitsplatz. Das heißt, wir sagen, das ist eine ganz klare Chance, sowohl für die IT, auch Verantwortung an die interne Kommunikation ein bisschen abzugeben. Und für die interne Kommunikation ist es eine riesige Chance, sich wieder aufs Wesentliche zu fokussieren. Und jetzt wird es aber spannend. Da hatten uns eigentlich Martin und Steffen heute früh eine Steilvorlage gegeben, was man da eigentlich beachten muss. Weil das ist nicht ganz so trivial, wenn man sich auf den digitalen Anschluss mal anschaut. Und da wird Sebastian mal gucken, was das bedeutet. Ja? Das war eigentlich eine Steilvorlage von den beiden heute früh. Ich fand das super schön, weil es war nicht abgesprochen, nicht vorhersehbar. Ich habe mich aber sehr gefreut, dass das kam, weil wenn wir sagen, der erste Trend, den wir sehen, ist das Thema Spezialisierung. Und zwar, wir sind ein Anbieter für interne Kommunikationssoftware. Das heißt, natürlich haben wir als Zielgruppe Spezialisierung für die interne Kommunikation. Aber das ist natürlich auch eine Chance, am Ende für die IT-Abteilung Systeme erfolgreicher zu machen. Aber was heißt das denn jetzt speziell für die interne Kommunikation? Und ich habe ein Beispiel mitgebracht. Mit einem Kanal haben es Steffen und Martin heute Morgen genannt, der für Kommunikation verwendet wird, nämlich LinkedIn. Und ich habe dieses Herbert Diess Beispiel dabei, und viele von euch kennen wahrscheinlich Herbert Diess als ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen-Gruppe. Und Herbert Diess ist eine sehr schillernde Persönlichkeit auf LinkedIn gewesen und ist er auch noch. Und dieser Beitrag, den man hier sieht, ist Herbert Diess Abschiedspost auf LinkedIn. Herbert Diess hat, man kann das so platt sagen, die komplette Kommunikation des Volkswagen-Konzerns intern über LinkedIn gesteuert. Er hat etwas gepostet und die Kommunikation hat das Ganze dann intern auf allen Kanälen nachgezogen. Er war das Leitmedium auf LinkedIn. Und ich habe gesagt, das ist ein Abschiedspost. Wenn man sich den durchliest, sieht das nicht wie ein Abschiedspost aus, weil er ist relativ kryptisch. Weil an dieser Stelle, wo klar war, Herbert Diess verlässt die Unternehmensgruppe, galt immer noch intern vor extern. Er kann nicht auf LinkedIn auf einer externen Plattform posten. Übrigens, ich verlasse das Unternehmen. Das musste erst intern angekündigt werden und deswegen ist dieser Beitrag natürlich ein bisschen kryptisch. Und der Nachteil für eine Volkswagen-Gruppe ist, Herbert Diess hat das Unternehmen verlassen, nimmt natürlich aber seinen LinkedIn-Account mit, weil das ist ja kein Volkswagen-Account, das ist ein Herbert Diess-Account. Alle seine Follower nimmt er mit,
außerhalb der Volkswagen-Gruppe und kann sie weiter mit Informationen versorgen. Und für Volkswagen ist in dem Moment so ein bisschen die Kommunikationsschiene zusammengebrochen, weil sie dann einfach ihr Leitmedium verloren hatten und sich überlegen mussten, wie machen wir denn zukünftig Kommunikation? Der neue Vorstandsvorsitzende von Volkswagen hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht mal einen LinkedIn-Account. Das heißt, sie konnten das auch nicht eins zu eins nachbesetzen. Der hatte natürlich auch keine Follower. Die mussten wirklich sich überlegen, wie machen wir zukünftig interne Kommunikation? Wer steuert das? Wer gibt die Tonalitäten, die Inhalte vor? Und deswegen fand ich die Diskussion zwischen Steffen und Martin heute Morgen so interessant, weil die beide gesagt haben, LinkedIn ist ja auch ein Kommunikationskanal. Martin hat auch gesagt, er bekommt auf LinkedIn-Posts teilweise mehr Likes von Mitarbeitern als in unserem eigenen Frontdoor-Intranet, in unserer eigenen App. Und das führt mich zu einem Punkt, dass wir ganz viele verschiedene Punkte haben, wo Kommunikation passiert im Unternehmenskontext. Und wenn wir insbesondere auf interne Kommunikation schauen, haben wir ganz viele dieser Punkte, wo wir Kommunikation verteilen. Und die Frage, die ich an euch gern einmal stellen möchte, welche dieser Kanäle gehören denn wirklich euch? Wo entscheidet ihr denn, welche Inhalte da reinkommen? Wenn ihr die einfach mal auflistet, was sind die, wo ihr sagt, habt ihr volle Kontrolle drüber? Bin gespannt, was da an Rückmeldungen kommt. Gern auch das Gegenbeispiel, was sind die Kanäle und Touchpoints, die ihr gar nicht im Griff habt, die ihr auch gar nicht verwenden könnt oder gar nicht verwendet. Momentan noch Stille im Chat. Keine Ideen. Es gibt kein richtig oder falsch. Also einfach, wo ihr das Gefühl habt, ihr könnt relativ viel freigestalten, ohne dass ihr halt mit anderen drüber reden müsst. Also ich denke mal so einfach Navigationsänderung oder irgendetwas. Mhm. Das heißt, ihr ohnt das wirklich. Da kommt schon Intranet, schwarzes Brett, Microsoft Teams, CEO-Kommunikation. Oh, spannend, Microsoft Teams. Hm? CEO-Kommunikation, das ist das. Newsletter, das ist auch super. Zeitschrift. Die Antwort von Mareike finde ich schon sehr spannend, weil sie sagt 100% Newsletter und Intranet und teilweise CEO-Kommunikation, Microsoft Teams, SharePoint und Poster. Und das ist auch so ein bisschen das Bild, was sich jetzt hier im Chat abzeichnet, was wir häufig sehen. Die meistgenannten Kanäle an der Stelle sind die Mitarbeiterzeitschrift, die Mitarbeiter-App und das Intranet. Das sind die Kanäle, die klassischerweise wirklich in der Hand der internen Kommunikation liegen. Das, was wir, glaube ich, verstehen müssen. Deswegen fand ich diese Antwort so interessant mit, das sind die Kanäle, die wir teilweise ownen, ist, dass es aus unserer Sicht einen Unterschied gibt zwischen dem, was wir Kanal nennen. Das heißt, ein Kommunikationskanal, der wirklich in der Hand der internen Kommunikation liegt, wo man volle Kontrolle über alle Inhalte und die Struktur hat. Man entscheidet, was passiert da, was passiert da nicht. Und wir haben auf der anderen Seite Touchpoints, die für Kommunikation verwendet werden, die man aber nicht vollkommen in der Hand hat. Und deswegen finde ich das teilweise wirklich sehr interessant, weil das beispielsweise Microsoft Teams ist für mich klassischerweise kein Kommunikationskanal, sondern ein Kommunikationstouchpoint. Die Kommunikation kann diesen Touchpoint verwenden, um Kommunikation auszuspielen, hat aber nicht die volle Kontrolle. Es gibt andere Stakeholder, die darüber Inhalte ausspielen. Da passieren noch ganz andere Dinge wie Kollaboration. Dasselbe gilt auch für LinkedIn. LinkedIn ist kein Kommunikationskanal. Es ist ein Kommunikationstouchpoint, den man nutzen kann, um einen Teil seiner Belegschaft vielleicht zu erreichen. Herbert Diess hat ungefähr ein Drittel der Volkswagen-Belegschaft über LinkedIn erreicht, weil der Rest einfach keinen LinkedIn-Account hatte oder ihm vielleicht auch nicht gefolgt ist. Das heißt, es war nie ein Medium, das wirklich ein Kommunikationskanal war. Und wenn wir uns das mal anschauen, es gibt ein prominentes Beispiel dafür, wo sich das sehr stark rauskristallisiert hat. Sven hat vorhin gerade gesagt, die klassischen Intranets, die Social Intranets, die so in dieser Enterprise 2.0-Ära entstanden sind, die auch Portale genannt wurden. Es waren die Intranets, die dieses Thema Schaufenster, Bibliotheken und Teamwork irgendwie zusammengefasst haben, die großen Systeme. Von wem kamen die? Klassischerweise kamen die auch irgendwie sehr stark von der IT-Abteilung. Manchmal war Kommunikation mit einer der Hauptstakeholder, aber meistens waren das große IT-Systeme. Und vor ein paar Jahren kam dieses Thema Mitarbeiter-Apps auf und die wurden in vielen Unternehmen eingeführt. Und was ist da passiert? Da hat sich plötzlich das Verhältnis verschoben.
Die Mitarbeiter-Apps waren plötzlich keine IT-Projekte mehr, das waren Kommunikationsprojekte. Und die Kommunikationsabteilungen hatten auch die volle Kontrolle über dieses System, über alle Inhalte. Das heißt, die Mitarbeiter-App ist plötzlich zu einem Kanal geworden, der auch sehr gut funktioniert hat. Und das führt mich zum zweiten Trend. Wenn ihr über das Thema digitaler Arbeitsplatz nachdenkt, dann schaut euch einmal an, was heißt das denn für meine Kanäle? Was sind denn Kanäle? Was sind Touchpoints? Und wie nutze ich sie denn? Warum nutze ich sie so, wie ich sie nutze? Und wie möchte ich das vielleicht ändern? Das heißt, ganz klar zu sagen, wir brauchen starke eigene Kanäle, die wir mit Inhalten bespielen. Und wir haben eine Strategie, was machen wir mit den zugehörigen Touchpoints? Genau. Und wichtig ist, glaube ich, auch hier, natürlich kann auch, weil der Alexander, valider Punkt, alles richtig, ja, also dass man sagt, okay, Teams kann natürlich auch sein, es hängt echt von Unternehmen ab. Entscheidend ist der Punkt, ein SharePoint, was wir früher mal eingeführt haben, ich habe einige SharePoint-Internets gebaut, konnte da einfach eine interne Kommunikation oder ein wichtiger Stakeholder nicht einfach mal was ändern in der Informationsarchitektur. Das ging einfach nicht. Wenn da im Prinzip eine größere Kampagne war, da war man immer darauf angewiesen, dass es funktioniert. Und das ist aber auch ganz wichtig bei der Kommunikation in Zukunft. Es muss auch sichergestellt werden, dass wichtige Informationen, die für alle relevant sind, auch mit einem Klick auf einer Startseite, wie auch immer, sichtbar ist. Ja, es darf nicht sein, dass ich mich da erst hin navigieren muss und ich erst mit Klick 3 auf die CEO-News komme. Und das muss sichergestellt werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir mitgeben wollen. Ja, das heißt, es kann funktionieren, aber man muss sich definitiv diese Frage stellen. Und ich finde auch interessant, einfach mal für sich zu verinnerlichen, was ist dann wirklich ein Kanal, den ich dann wirklich ohne oder was ist dann wirklich nur ein Touchpoint? Ja, und das ist einfach, wir machen ja gleich weiter mit dem dritten Trend, aber spannend wäre mal, ob ihr diese Unterscheidung seht oder nicht. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, wie eure Meinung dazu ist, weil wir führen gerade diese Diskussion seit 2, 3 Monaten mit verschiedenen Unternehmen und es ist einfach für uns auch spannend, mal eure Meinung dazu zu bekommen. Macht es aus eurer Sicht Sinn, diese Unterscheidung zu machen? Wozu tendiert ihr da eher, dass ihr sagt, ja, wir müssen die Kanäle holen oder die Touchpoints sind auch wichtig oder ich brauche da keine Differenzierung? Das wäre super spannend, wenn wir jetzt parallel weitermachen, wie eure Meinung dazu ist, weil das nehmen wir dann natürlich gerne auch mal mit, um das weiterzuentwickeln. Ja? Und natürlich die offizielle Yammer-Community. Ja, das ist auch ganz, ganz spannend. Yammer zu moderieren, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die gelingen kann. Und aber zum Beispiel ist der Yammer etwas, was Sie glauben, für die interne Kommunikation der richtige Kanal ist. Das kann man mal diskutieren. Ne? Da gibt es Pro und Kontrast in diesem Bereich. Aber im Prinzip allein auch das Wort Yammer. Ich meine, ich glaube, es heißt ja mittlerweile jetzt Engage, ja? Oder wird ja immer von Teams als Engage bezeichnet. Da geht ja auch der Move hin, das ist auch Teil von Teams. Das heißt, Teams wird immer mehr und wird ja das neue SharePoint Intranet innerhalb von Teams, wird im Prinzip dieses gesamte Viva-Konsortium. Und das wird natürlich schon spannend, was es in Zukunft bedeutet. Ja? Okay. Also wenn ihr noch Meinung habt, schreibt gerne. Dann kommen wir zum dritten Thema, was wir sehen, und das baut so ein bisschen auf den anderen beiden Trends auf. Wir haben sehr viel über das Thema Spezialisierung gesprochen. Und Spezialisierung heißt auch, die Landschaft vielleicht ein bisschen größer zu machen und damit gegen den Trend in der IT zu gehen, die natürlich vielmals oft in diese Schiene geht. Konsolidierung von Systemen, Reduzierung von Systemen. Aber Spezialisierung heißt in dem Sinne auch Modularität. Das heißt, wir können bestimmte Bausteine des digitalen Arbeitsplatzes relativ schnell austauschen. Wir können sie anders anordnen. Wir können sie passend gestalten für die jeweiligen Zielgruppen. Und was heißt das für uns? Das ist ein relativ großer Begriff. Wir können damit es schaffen, den nachhaltigen digitalen Arbeitsplatz zu schaffen. Und bei Nachhaltigkeit rollen vielleicht einige die Augen, weil das Thema ist natürlich sehr präsent und in jedem Unternehmen auch irgendwo spürbar. Es gibt überall Nachhaltigkeitskampagnen. Aber wir glauben, dass es wichtig ist, sich auch den digitalen Arbeitsplatz auf das Thema Nachhaltigkeit bezogen anzuschauen. Denn jedes Unternehmen muss sich mit dem Thema Sustainability und Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Und das hört auch vor einer IT nicht auf. Und die Strategie zu sagen, wir konsolidieren und schaffen nur noch einzelne, sehr reduzierte Systemlandschaften, kann nachhaltig sein im richtigen Kontext, kann aber auch genau das Gegenteil bewirken. Weil was bringt es einem Unternehmen, Microsoft Teams auszurollen für alle der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wenn es am Ende dann nur noch 10% der Belegschaft nutzen? Das heißt, es kann
Kontexte geben, in denen es viel sinnvoller ist zu sagen, wir bauen das Ganze so modular auf. Wir nehmen das Beispiel von Sven mit Jamboard versus Miro. Jamboard hatten wir sowieso lizenziert, hat aber nicht so richtig funktioniert. Hatte seine Grenzen, war für die Zwecke, wo wir es gebraucht haben, einfach nicht das richtige Tool. Und es ist an der Stelle nachhaltiger für das Unternehmenswachstum, für die Arbeitsleistung der Mitarbeiter zu sagen, wir gehen auf ein spezialisierteres Tool und fügen das unserer Landschaft hinzu. Und deswegen ist das Thema der nachhaltige digitale Arbeitsplatz ein relativ großes Thema, was wir als durchaus Top-Thema für 2023 sehen. Und vielleicht, Sven, hast du ein Beispiel aus der Praxis heraus. Genau, also um das jetzt ein bisschen granular machen, weil ich glaube, da gibt es ja ganz viele Go-Green-Kampagnen und so weiter, Cloud, wir nutzen nur Services, die dann auch wirklich in dem Moment genutzt werden und so weiter. Ja, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel. Was uns aber bei dem Nachhaltigkeitsthema wirklich wichtig ist, auch für die interne Kommunikation, ist, so wie ich erwarte, dass Systeme nachhaltig genutzt werden, muss auch zum Beispiel das Internet oder eure Kanäle, die ihr ownt, nachhaltig genutzt werden. Was heißt das? Und dann gehen wir mal auf die nächste Folie. Ihr müsst messen. Ja, das hatten wir heute auch schon öfters gehört. Das heißt, ihr müsst Kennzahlen ermitteln, wie im Prinzip auch das Internet oder eure Kanäle, ja, welche auch immer das denn nachher ist, den ihr ownt, auch erfolgreich ist. Also schafft ihr das, was ihr erreichen wollt, auch mit diesen Kanälen. Und das ist ganz wichtig. Und nicht nur das Messen, sondern nachher auch, und das ist jetzt die zweite Stufe, die Interpretation. Was leite ich davon ab? Das war ja auch gerade im vorigen Vortrag. Nicht nur zu gucken, ich habe die Zahlen, sondern was bedeutet das? Und hier mal bloß ein Beispiel, weil auch die Ausrichtung von diesen Kanälen kann natürlich sehr unterschiedlich ausgelegt werden. Und hier seht ihr einfach mal ein paar Dimensionen. Das sind zum Beispiel jetzt Dimensionen, die wir mal definiert haben. Da gibt es auch 5 Kunden, die unterschiedlich ausgelegt sind. Und das sollte man sich selbst auch bewerten. Also was ist die Ausrichtung eigentlich von meinen Kanälen aktuell? Zum Beispiel, dass die passive Personalisierung, also die zielgruppenspezifische Ausspielen der Inhalte, ganz wichtig ist. Ich glaube, keiner sollte mehr ein System aufsetzen, wo das nicht die Mindestvoraussetzung ist. Die Interaktion ist zum Beispiel sehr unterschiedlich, weil das ist ein Kulturthema. Also wie viel Dialog, wie viel Reactions, wie viel Kommentare erlaube ich denn überhaupt in meiner Plattform? Das ist ein Kulturthema. Entscheidend ist, man muss sich versuchen, selbst zu bewerten und das auch regelmäßig wieder zu machen, um dann aber auch Kampagnen zu entwickeln, die im Prinzip auch auf die anderen Themen ausrichten, weil natürlich langfristig das Ziel schon sein sollte, natürlich bei allen sehr gut zu sein. Und wenn wir auf die interne Kommunikation gucken, da habe ich jetzt von der Steffi, die jetzt einen Parallelvortrag hat, nochmal diese Pyramide genommen. Es gibt halt Sachen, die man messen kann auf 3 verschiedenen Ebenen. Auf Strategieebene, ja, wirklich Strategiethemen und Kampagnenthemen. Auf die Inhaltsebene, wo es dann wirklich auch darum geht, welche Inhaltsformate, welche Inhalte kommen sehr gut an, was leite ich daraus ab und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig für die interne Kommunikation. Und dann aber auch auf Kanalebene. Also welche Kanäle sind wirklich gut und erreiche ich auch meine Ziele in diesen Kanälen? Im Prinzip da müsst ihr euch auch in Zukunft messen. Und das müsst ihr halt auch in der Lage sein, dort zu beantworten zu können. Und ich habe jetzt einfach nur mal ein Beispiel rausgenommen, nämlich wie kann man dann messen, ob ein Kanal erfolgreich ist. Das sind immer klar Ziele und Metriken. Und zum Beispiel, wenn man jetzt einen Kanal nimmt, ja, dann wäre die erste Metrik ganz klar Reichweite. Also wie viel potenzielle Mitarbeiterinnen kann ich denn überhaupt über diesen Kanal erreichen? Das wird zum Beispiel über E-Mail anders sein als über im Prinzip eine App oder Intranet. Ja? Wie viel nutzen dann aber auch wirklich diesen Kanal? Das heißt, wie aktiv sind sie denn auch wirklich in dieser Plattform und in diesem Kanal drinne? Dann im Prinzip die letzte Stufe ist die Interaktionsrate, wo man sagt, okay, wie stark ist denn das Engagement in der Plattform meiner Mitarbeiterin? Und dann in der letzten Stufe natürlich auch, wie zufrieden sind sie denn mit diesem System? Das wird oftmals über eNPS-Scores ermittelt, über Umfragen, Pulse-Check etc. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst in der Lage versetzt sein, jeden Kanal, den ihr ownt, egal welcher das ist, was Sebastian vorgesagt hat, es kann auch alles andere sein, müsst ihr in der Lage sein, das zu messen, diese Zahlen zu bekommen, daraus Interpretationen abzuleiten, gegebenenfalls euren Säkularen zu geben, aber halt aber auch zu sagen, wir entwickeln das System weiter und versuchen uns zu verbessern. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ihr müsst die Kanäle, die ihr bespielt, ownen und messen können. Ja? Deswegen sehen wir ganz klar den 3. Trend beim digitalen Arbeitsplatz, sowohl bei der IT, die müssen auch nachhaltig agieren, sie müssen gucken, dass die Systeme genutzt werden. Das ist auch viel mit Training und Change Management verbunden, weil wir sehen halt auch gerade ganz stark, dass viele aus dem IT-Bereich zu HR wechseln, weil im Prinzip die Einführung von Microsoft 365 bei der IT ausschließlich eine technische Bereitstellung von Microsoft 365 ist, aber es verändert die komplette Arbeitsweise von vielen Mitarbeiterinnen. Das ist ein großes Change-Projekt. Und das ist halt, das heißt, da muss natürlich HR involviert sein. Und ihr in der internen Kommunikation müsst gucken, dass ihr eure Kommunikation auch nachhaltig gestaltet mit den Plattformen, die euch zur Verfügung stehen, innerhalb des digitalen Arbeitsplatzes.
Das ist im Prinzip ganz wichtig und der Trend dieses Jahr definitiv. Also auch vor allem Messen für euch. Ja. Sebastian. Wenn wir die drei Trends jetzt nochmal übereinander legen, und es ist jetzt Punkt 12 Uhr, als hätten wir diesen Vortrag geplant, dann haben wir das Thema Spezialisierung, die eigenen Kanäle und vor allen Dingen auch die Abgrenzung zu den Touchpoints und auch das Thema nachhaltiger digitaler Arbeitsplatz. Und ich habe mir erlaubt, nochmal so eine Zusammenfassung zu schreiben. Was heißt das für die interne Kommunikation? Wenn ihr aber Fragen habt, dann nutzt gern, während ich hier noch die Zusammenfassung dann nochmal erläutere, den Chat. Schreibt die Fragen, Kommentare, Denkanregungen gern da rein. Für die noch ein paar Minuten erübrigen können für uns. Wir sind gern noch da und sagen dann auch noch was zu den Fragen. Aber was heißen diese drei Trends für die interne Kommunikation? Für uns heißt das so ein bisschen, prüft die Kommunikationslandschaft darauf, was sind die Kanäle, was sind eher Touchpoints und wie wollt ihr die strategisch nutzen? Beschäftigt euch vielleicht auch mit dem Thema Frontdoor-Intranet. Das heißt, was kann ein Frontdoor-Intranet für euch tun? Macht es Sinn, über alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein Frontdoor-Intranet anzubieten als zentralen Einstiegspunkt in den ganzen digitalen Arbeitsplatz? So, das ist die eine Single Source of Truth gibt, wo Kommunikation passiert, wo man abspringen kann in alles, was hinter dieser Einstiegsebene liegt. Und am Ende des Tages richtet dann eure Hauptkanäle richtig aus. Das heißt, wenn ihr identifiziert habt, was sind eure Kanäle, die ihr verwenden wollt, richtet die so aus, dass sie den digitalen Arbeitsplatz nutzen und dass sie auch den vor allen Dingen der Belegschaft nutzen und dass die Kommunikation dann auch an die richtigen Augen und Ohren kommt. Das waren unsere drei Trends. Das war jetzt eine relativ schnelle Session und wir haben das Thema Frontdoor-Intranet angerissen. Es gibt Anfang März, nämlich am 1. März, noch eine separate Veranstaltung von uns, nämlich das Intranet Bootcamp. Das heißt, wenn ihr da mehr erfahren wollt zu Konzepten wie dem Frontdoor-Intranet, wie funktioniert das auch im Zusammenspiel mit Microsoft, wenn ihr vielleicht auch interessiert seid an dem Thema Erfolgsmessungen von solchen Plattformen, meldet euch da gerne an. Und dann sehen wir uns am 1. März an dieser Stelle wieder und sprechen da vielleicht nochmal ein bisschen tiefer über die dahinterliegenden Technologien und erläutern euch das Konzept nochmal im Detail. Und an der Stelle habt ihr Fragen an uns, die ihr noch loswerden möchtet. Sven, hast du noch Ergänzungen, die du loswerden möchtest? Nee, ich glaube, das war alles gut. Ich glaube, das ist auch wichtig. Wie gesagt, ich glaube, auch das, was Rainer gerade nochmal schreibt, das ist ja das A und O, ist ja auch, was ich gerade nochmal gesagt habe, ist, warum wir auch gerade, ich habe jetzt viel gesprochen, Vortrag bei euch auch gesehen, bei Comunado, auf dem Digital Workplace Summit von Lufthansa, wo halt Mitarbeiterinnen dann, wie gesagt, auch ins HR wechseln, einfach um diese Schäden zu begleiten. Wir hatten ein ähnliches Vortrag auch bei Voices. Daniel Ruhm wird darüber sprechen. Der hatte letztes Jahr über das 4C-Modell gesprochen, wie sie im Prinzip Microsoft Teams ausgeholt haben, auch bei der Deutschen Post DHL Group. Ja. Ich glaube, das ist genau wichtig und das ist essentiell. Es ist ein richtig großer Change, das ist auch sehr gewaltig. Deswegen sollte man sich auch aus einer IT überlegen, haben wir damit echt auch, wir haben ja genügend Sachen zu tun, auch im Bereich Digitalisierung und auch, was machen wir damit im Frontdoor-Internet? Das sollte man ernst sehen, weil das sollte halt da irgendwie nicht runterfallen. Ja? Aber wenn ich früher Internet, größere Internetportale gebaut habe, da war das immer so ein Nebenprodukt, ja? Die Kommunikation innerhalb von so einem SharePoint oder Drupal-Internet. Und das sollte halt nicht sein. Ja? Also, da muss man drauf achten. Aber natürlich muss das alles mitbegleitet werden, Rainer. Und das ist ganz, ganz wichtig, das A und O. Ja? Gerade vor allem von denjenigen, die es auch bedienen sollen, als verantwortliche Inhaltsowner der einzelnen verschiedenen Systeme. Ja? Genau. Wunderbar. Dann bedanken wir uns an der Stelle, dass ihr euch die Zeit genommen habt und in unsere Session gekommen seid. Wenn ihr einmal sehen möchtet, wie sieht so ein Frontdoor-Intranet denn mit Staffbase aus, auch vielleicht in Kombination mit Mitarbeiter-App, oder wenn ihr eher aus der Newsroom-Ecke mal draufschauen wollt, wie kann so ein Newsroom-Management mit Dirico aussehen, das sind die beiden Sessions, die jetzt auch wieder parallel, also ihr müsst euch leider Gottes auch wieder entscheiden, im Anschluss stattfinden. Das heißt, schaut euch das gern an und wenn ihr Fragen habt, kommt gern auf Sven und mich jederzeit per LinkedIn zu und wir diskutieren die Themen auch gern direkt mit euch. Thank you.